Ich denke, gerade für junge Leute ist es wichtig, sich beruflich weiterzubilden, weil die Welt einfach nicht stehen bleibt. Alles um einen herum verändert sich, das Arbeitsumfeld verändert sich und ich denke, man möchte sich auch selber weiterentwickeln. Auch Anforderungen vom Betrieb kommen sicherlich, dass man neue Dinge in die Hand nehmen soll und einfach auch vielleicht auch neue Positionen frei werden, in die man sich reinbegeben möchte. Berufliche Weiterbildung nutzt viel. Das zeigen immer wieder Umfragen, die wir in der Region Stuttgart machen, die aber auch bundesweit gemacht werden. Berufliche Weiterbildung kann Sprungbrett sein, in Führungspositionen, die einem unter Umständen auch ein höheres Gehalt bescheren. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich wirklich weiterzubilden. Und diese Möglichkeiten gehen von einem Eintagesseminar zum Beispiel, den man vielleicht bei einem Bildungsanbieter in der Stadt besucht, bis zu Kursen, die berufsbegleitend zum Beispiel auch angeboten werden und die einen dann vorbereiten auf eine Prüfung zum Beispiel zum Meister oder Fachwirt oder Bilanzbuchhalter oder Betriebswirt. Man darf auch nicht unterschätzen, berufliche Weiterbildung ist nicht nur das, wo man außer Haus geht und etwas dafür bezahlt, sondern auch die Dinge, die man tagtäglich einfach auch am Arbeitsplatz lernt, dazulernt, neue Informationen bekommt, sei es von Kollegen oder eben auch durch Medien, Internet, Fachliteratur, Artikel in Zeitschriften. All das, denke ich mal, trägt dazu bei, sich wirklich beruflich auch weiterzubilden.